Die kriminaltechnischen Ermittlungen nach dem Tod eines 28-Jährigen auf einer Kirmes in Wittlich, Rheinland-Pfalz, laufen weiter. Noch ist nicht klar, ob das Messer, das unweit des Tatorts in einem Fluss gefunden wurde, wirklich auch die Tatwaffe ist. Die beiden Verdächtigen, die konnten schnell festgenommen werden. Den Fall allerdings haben die US-amerikanischen Ermittlungsbehörden übernommen, da die beiden Männer Soldaten der US Air Force sind, stationiert in Deutschland. Noch immer sitzt der Schock in Wittlich tief. Die tödliche Messerattacke auf einen 28-jährigen Hobbyboxer hat die ganze Stadt tief getroffen. Nach einem Streit sollen zwei US-Soldaten auf ihn eingestochen haben. Am Tatort legen Einwohner Kerzen, Blumen und Teddybären nieder. Eine schlimme Sache, die man eigentlich gar nicht realisieren kann. Bedrückt, betroffen, also traurig. Ist komisch. Ich bin auch jung und wenn ich dann hier alleine durch die Stadt laufe, zwar ich habe immer eine Begleitperson dabei, aber es ist trotzdem kacke. Ja, ist eine bedrückende Stimmung, klar. Doch was mit den beiden Tatverdächtigen nun geschieht und ob sie ihre gerechte Strafe erhalten, ist ungewiss, denn US-Soldaten genießen in Deutschland Immunität. Die Staatsanwaltschaft Trier musste ihre Ermittlungen einstellen. Sie hat die Verdächtigen an die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden überstellt. Vor ein deutsches Gericht kommen sie also nie. Grund für die Überstellung ist das sogenannte NATO-Truppenstatut. Es regelt auch die juristische Zuständigkeit bei Straftaten von NATO-Soldaten in Partnerländern. Das heißt, dass sie strafrechtlich immer durch das Heimatland verfolgt werden. In diesem Fall handelt es sich ja wohl um eine klassische Straftat, die im Grunde genommen mit dem Soldatenberuf nichts zu tun hat. Das Statut gilt trotzdem, nicht jedem gefällt das. Finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das bei der US-Armee so konsequent geahndet wird, bin ich skeptisch. Ich finde es besser, wenn sie hier bestraft werden vor Ort, wo es passiert ist. Ich finde das richtig, weil sie mehr höhere Strafen bekommen als hier. In Wittlich wird die Messerattacke noch lange nachhallen. Dafür, dass es am Ende Gerechtigkeit gibt, sind jetzt die Vereinigten Staaten zuständig. Vermutlich war es Totschlag und kein Mord. Die Todesstrafe ist daher ausgeschlossen.